Servus, wir sind auf dem Testserver. Das Update ist jetzt wirklich frisch durch. Ja, wie ihr seht, es ist 12.06 Uhr. als allererstes gehen wir mal zu dem Held bzw. zu der Heldin. Ich finde ihn nämlich wirklich sehr, sehr interessant. Ihr drückt dann einfach auf Pause, wenn ihr entspannt lesen wollt. Ich lasse immer ein bisschen Zeit, dann könnt ihr ein bisschen lesen, euch das selber übersetzen. Aber es ist. Das war eh in Englisch, also es ist wieder so ein Deutsch-Englisch hier Mischmasch. Ist halt wie immer auf dem Testserver. Na komm her, da ist es. So, ich denke, dann können wir das jetzt kurz abschließen und mal zum Testen gehen. Übrigens, die neue Heldenunion in der oder neue Verbindung in der Bibliothek werden einige freuen. Da ist nämlich Rowan mit drin, Rigby und Lausanne. Also Rowan, Lausanne, okay. Rigby ist vielleicht ein bisschen, naja, kann man jetzt nicht so gebrauchen. Wobei jetzt bekommt er ein bisschen mehr Angriff und Verteidigung, ein bisschen mehr HP. Ja, vielleicht ist er dann wirklich gut spielbar. Und vielleicht. Ändert sich ja dann so ein bisschen die Meta bei ihm, mit dieser Verbindung. Ja, also wir sehen schon, die Gute hier, die greift dann mit Feuerbällen an. Vom Schaden her jetzt wirklich gar nicht mal so schlecht. Ja, ich denke mal, das könnte wirklich ein Reißerheld oder Heldin werden, die wirklich interessant ist. Ich habe hier gerade schon mal ein bisschen probiert. Und zwar hatte ich da diese Aufstellung. Es hat eigentlich sogar ganz gut funktioniert und die war vom Schaden her auch ganz gut. Hier konnte man ein bisschen was sehen, wie sie so agiert. Ich finde das eigentlich ganz interessant, wie die das hier macht. Auch vom Damage her sehr, sehr gut. Ist halt blöd, dass hier gerade Tasi im Gegnerteam ist. Ja. Aber so an sich, also ich bin schon begeistert von ihr irgendwie so ein bisschen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die echt top. Ich werde mir die mal hochballern und auf jeden Fall testen. Ich denke mal, sowas wie sie wird die Fraktion Reißer gebrauchen. Sie ist ein Magier, wie man sieht. Und trotzdem noch kontinuierlichen Schaden. So ein bisschen wie Kren, nur halt als Magier. Aber ich gehe mal davon aus, das wird schon. So, hier haben wir die neue Union. Wie schon erst erwähnt, mit Rowan, Lausanne und Rigby. Ja, macht Rowan natürlich noch ein bisschen tankiger, Lausanne vielleicht noch ein bisschen attraktiver. Und naja, mal gucken, wie es mit Rigby aussieht. Müsste man dann halt mal wirklich probieren. Dann war ja noch so der sechste Punkt, irgendwas mit den Angeboten hier, irgendwas mit Kaufen. Das Einzige, was mir jetzt aufgefallen ist, ist dieser Pass hier von 1, also von Kapitel 1 bis Kapitel 19. Falls es den schon gegeben hat, schreibt mir das bitte mal gerne in die Kommentare. Ich bin mir nämlich da jetzt ehrlich gesagt wirklich sehr, sehr unsicher, ob es diesen Pass so an sich gab. Es ist wirklich verdammt lange her. Ich spiele das jetzt auch schon über 2 Jahre bei mir auf dem Main-Account und auf den anderen beiden Account wurde mir, oder auf den anderen 2 Servern wurde mir der Pass auch nicht angezeigt. Diese Pässe hier sind ja normal, von 21 bis 25. Aber der hier, wie gesagt, der sagt mir aktuell überhaupt nichts. Wer weiß, vielleicht gab es den schon, vielleicht ist der jetzt auch wieder komplett neu. Da müssten wir mal warten, wie es aussieht auf dem Testserver. Oder vielleicht weiß es einer aus dem Kopf. Dann würde mich das mega freuen, wenn ihr das hier mit reinschreibt. Und ich glaube, Reise der Wunder ist auch wieder eine neue am Start. Genau, da gucken wir uns da gleich mal an, was es an Belohnungen gibt. 10 Sterndeuterkarten, perfekt. Brauchen wir immer. Gerade jetzt so durch die 3 Türme werden wir ja ordentlich zugeballert mit den Dingern. Und dann nochmal 10 Stück, perfekt. Ja, dann haben wir einen lila Hals wieder safe. 2000 Hotelmarken. Sieht doch eigentlich ordentlich aus. Dazu machen wir dann auch wieder ein separates Video, wenn es soweit ist, dass es dann bei uns auf dem Testserver, auf den Live-Server kommt. Und ja, große andere Neuigkeiten waren jetzt nicht wirklich. Von daher wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag und wir hören uns demnächst. Bis dahin, ciao, ciao.